Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overblood. Wir eiern hier mit Bebop im Schlepptau rum, haben eine Leiche im letzten Part gefunden. Ein Memo, wo lauter Codes drauf sind, wo wir aber ansonsten nicht wirklich was mit anfangen können. Yippie! Und was wir immer noch versuchen, ist irgendwie unser Gedächtnis wieder zu erlangen. Vielleicht kommen wir auch mal durch die Tür, es geht. Gut. Wusch. Und ja, so richtig was wissen tun wir nicht. So, ein Passwortschloss. Naja, ich denke mal, dass das was mit den Dings zu tun hat. Passwort ungültig. Erneut ja, das Eingabe. Klar. Gehen wir es mal raus und dann gucke ich nochmal auf das Memo, was es sein könnte. Ich kann mir ja das Wort nicht erinnern, das sind ja auch Zahlen. Ist gar kein Wort. Ist ja eine Nummernfolge. Das ist das Memo. Mensch, ich wollte es mir nochmal angucken. Verdammt. Versuch mal 91, 8, 61. Mann, was ist das hakelig? 91. 8, 61. Jetzt. Passwort ungültig. Erneut Eingabe. Okay, das war's nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob das an der Stelle überhaupt benutzt werden soll. Dann haben wir 16819. Wahrscheinlich ist es eh das letzte. Passwort ungültig. Erneut Eingabe. Und dann gucke ich nochmal aufs Memo wegen dem letzten Passwort. Beziehungsweise Passwort. Das ist immer nur sowas. Das ist eine Nummernfolge. 61891. Tür entriegelt. Na ja, klar. Wenn ich unten angefangen hätte, wäre es das erste gewesen, das von oben, ne? Hm, ist klar. So, dann sind wir hier durch. Und da haben wir wieder zwei Türen und einen Gang, der sich gabelt. Fangen wir aber einfach ganz profan hier an. Oh, hier weiß ich auch noch, was Sache ist. Hier ist viel Schieberarbeit. Das weiß ich noch. Ihr seht, die Steuerung ist extremst präzise. Okay. Ach Gott, komm, mach. Ich hab... Also... Drück doch nur nach vorne, verdammt. Oh Gott. Ja, wenn wir mal unter Zeitdruck schieben müssen, dann wird es eine Vollkatastrophe. Ich sag's euch, Leute. Alter, das kann doch nicht sein. Steuerung ist was Schönes. Mann, mach doch einfach. Verdammte Gerütze. Okay. Gibt's doch nicht und er wechselt die Kamera auch noch lustig. Moment mal, ich versuch's mal so. Dann geht's da ein bisschen besser. Nein, nicht wirklich. Komm, zur Verschiebung. So kann's doch auch gehen. Verdammt. Thank you.
Das kann doch echt nicht wahr sein. Also ich aus der Ansicht geht's ein bisschen besser. Wobei, da habe ich immer... Oh, die Kamerawechsel. Was haben wir denn da? Wer auch immer das hier gebaut hat, hatte einen seltsamen Humor. Wozu Schalter, die man nicht schalten kann? Richtig. Sowas ist dämlich. Ich kann das nicht, ist mir zu kompliziert. Aber vielleicht haben wir auch noch das Technikgenie schlechthin dabei. Butz! Schalter aus. Was war das, Pipo? Du hast den Strom ausgeschaltet? Ja, mehr hat er dazu nicht zu sagen. Und ich weiß halt noch einiges über das Spiel. Das ist jetzt hier... ein Magnetkartenleser. Ich habe es fast auch. Nur fast. Was haben wir dabei? Richtig. Eine Magnetkarte. Wir würden hier übrigens einige Wutz kriegen, wäre der Strom noch angeschaltet. Ist kein tödlicher Treffer, sondern einfach... Und jetzt haben wir hier Lasermesser. Lasermesser genommen. Das Ding schneidet Metall wie Butter. Die von Rocket Beans haben gesagt, und Butter wie Metall. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß nicht, ob wir die Dinger noch aufmachen können. Ich weiß gar nicht, ob wir die Karte noch haben. Das geht nicht auf. Na gut. Und das war nochmal so ein Laser. Ein großer Schrank, der ist abgesperrt. Er geht nicht auf. Dann geh doch mal an den Kartenleser, danke. Piep. Das geht nicht auf. Aber da freut sich Pipo, kriegt ja ein paar Schweinereien, wenn es auch bloß ein Pieps ist. Dann freut er sich natürlich drum. Yippie. So, ich glaube, wir haben es in dem Raum aber schon. Können wir uns natürlich hier noch umgucken. Sind das echt Gehirne? Facehugger. Eindeutig Facehugger. Schon ein bisschen so ein Anleihen an Aliens. So, und dann gucken wir doch einfach mal weiter rum. Haben wir noch hier eine Tür? Keine Energie, es reagiert nicht. Okay, dann gucken wir mal rum. Okay, wir können zwar springen, aber so weit. Ich meine ja nur, aber du willst nicht springen? Weichei. Ach so, ich soll also als Erster gehen. Das ist klar, ne? Hier dürfen wir uns den Hals riskieren. Frechheit eigentlich. Auch mit einem Sprung schaffe ich es nicht. Hab ich doch gesagt. Mir sollte was einfallen. Dann sehen wir mal zu, dass uns was einfällt. Dann gehen wir hier mal in den Raum. Wir kommen mal nämlich auch noch rein. Wusch. Das ist so geil. Alles. 24 Grad für einen Kühlschrank etwas warm. Das ist richtig. Nur noch ein Schrotthaufen. Aber weiter machen können wir da auch nichts. Ein großer Kühlschrank. Ich kriege ihn nicht auf. Und da. Loch. Ein schwarzes Loch. Nein. Das ist Quatsch natürlich. Hallo. Ah, die Texturen Hammer, oder? Aber man sieht, es soll Stahlbeton sein. Du sollst dich schieben, Raz. Oder Ratzkasi. Ratzkasi, aber. Wo hängst denn du da? Also ich finde, das ist eine extrem große Espresso-Maschine, Leute. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Küche. Das könnte tatsächlich irgendwie sein, so Aufenthaltsraum hier. So. Jetzt wird's interessant. Ihr seht ja diese schwebende, halbnackte Olle ohne Arme und Beine. Oder halbnackte, die ist nackt. Und darunter ist ein Kästchen. Da muss ich aber was machen vorher. Und zwar, ich speichere mal. Ich weiß, wie das Rätsel zu lösen ist. Insofern ist fast ein bisschen unfair von mir, aber sie ist halt einfach so.
Ich will es euch aber nicht vorenthalten. No recording. Ja, seht ihr den Speichervorgang auch mal? Ich werde das versuchen, nur zum Ende des Parts zu machen. Na komm. So. Also. Wir haben da eine Luke. Gucken wir doch mal rein. Beziehungsweise erstmal gucken wir, was er dazu sagt. Die Figur fliegt in der Luft herum. Ha. Huh. Okay. Bitte sowas. Da unten ist aber die Klappe. Jawohl. Klappen wir doch mal. Ein Antigravitationsmodul. Naja, das können wir doch rausnehmen, oder? Antigravitationsmodul genommen. Was ein Schrei, Leute. Jetzt seht ihr auch gleich, warum das Spiel Overblood heißt. Okay, also ich wusste ja, dass das passiert. Ich weiß allerdings auch, wie die Lösung ist. Drücken wir erstmal diesen tollen Vorspann weg und laden das Spiel mal ganz, ganz fix. Sorry, der musste sein, Leute. Na komm, mach schon. Es geht aber tatsächlich schneller als wie, ich habe Vergleich die PS2 gehabt. Es geht tatsächlich ein bisschen fixer. In 29 Minuten müssen wir. Blum. Ist übrigens ähnliche Geräusche tatsächlich wie bei Deadly Premonition. So, jetzt machen wir das hier anders. Und ich mache es aus einer anderen Ansicht, damit ihr das auch seht. So. Das ist natürlich scheiße, wenn die Olle da auf uns drauf fällt. Deswegen schieben wir sie weg. Das war's. War doch kein starker Schubs. Aber unten liegt sie. Kann uns nicht mehr erschlagen. Mal gucken, ob er zu ihr noch was zu sagen hat. Massivbronze, wie fliegt sowas? Da ist was im Sockel. Ja, ja, wissen wir. Dieses Modul halt. Das Antigrav-Modul. Modul. Ich rede hier so komisches Englisch. Das können wir jetzt ohne Probleme mitnehmen. Und ihr glaubt sowieso nicht, wozu wir das jetzt brauchen werden. Das gilt nämlich als Verstärker, das Ding. Ne. Ne. Ja, da. Das ist mir wichtig. Ach, übrigens kommt es mir gerade vor, als ob das Spiel ein bisschen dunkler geworden wäre. Nein, das Spiel hat kein... Super! Da war ich eindeutig zu nah an die Kante getreten. Das ist... Okay, das war jetzt fehl. Das erste nicht. Das war jetzt fehl. Da habe ich Käse gebaut. Ich habe gedacht, er geht nicht weiter, bis er runterfällt. Er tut's doch. Super. Läuft. Sonntags fehlt's bei L. Alles klar, ne? So muss es. Aber dauert ja nicht lange mit der Statue jetzt. Ich schneide das jetzt nicht raus. Das ist ja bloß ein Sekundending. Also nochmal die Statue runterschubsen, das Modul holen oder hinrennen. Das ist ja jetzt kein Drama. So. Pack. Wotz. So. Dass es euch nicht so langweilig ist, da habe ich das in einer anderen Perspektive gemacht. So. Wir rennen hier nochmal ums Eck. Wenn die Ladesequenz vorbei ist. Jibbi! Bloß nicht zu nah ran. Und benutzen! Geronimo! Ja, so leicht kann es gehen. Pepo, warte doch! Pipo will nicht mit übrigens. Was ich gar nicht verstehen kann. Der bleibt da lieber zurück. Und hier ist gerade arschdunkel, Leute. Was haben wir denn hier alles? Auf dem Computerterminal. Okay, ich gehe da irgendwo an so ein Riesending ran. 021. Okay. Andere Code für Energiezufuhr. Code heißt jetzt aus ein aus. Aha. Energiezufuhr? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Wo ist die Energiezufuhr? Soll ich diesen Code noch wissen?
021 war es. Und aus ein also aus ein aus. Ja doch. Wo gebe ich denn den ein? Hüpfen wir mal hier durch die Gegend. Dann rennen wir doch ein bisschen schneller. Ich denke, wir nehmen mal das große Terminal hier in der Mitte. Scheint irgendwie richtig zu sein. Warning! Das kennen wir sogar aus dem Vorvorspann schon. Notfall? Absolutes Chaos wäre eine bessere Bezeichnung. Richtig. Kein Wunder, dass die Aufzüge nicht funktionieren. Ohne Energie geht da halt eben nichts, ne? Ist halt so. Klugscheißer. Ja, dann gucken wir mal, dass wir da was gegen machen können. Dass wir halt wieder ein bisschen Energie kriegen. Notfall, was für Notfall. Jetzt. Ich muss den Hauptgenerator neu starten. Der Aufzug funktioniert nicht. Ja, das ist richtig. Sag mal, willst du mich gerade verkackeiern? Moment mal, Leute. So, weiter geht's. Sind so viele Terminals? Ich weiß gar nicht wirklich, wo ich da ran muss. Also da war es nicht. Okay, vielleicht hier? Na. In der Mitte ist ja auch noch was. Okay. Ah. Hauptstromversorgung unterbrochen. Alle Systeme also es war unterversorgt. Schnauze. Deaktiviere sekundäre Nebensysteme. Durch Zusammenfassung der Energie auf ein System, zeitweilige Aktivierung möglich. Achtung, also Nachbarsysteme verbunden. Lässt du mich jetzt mal ausreden, du blöde Computerstimme. Mann! Zeus Operating System. Klimaanlage läuft, es wird nur dunkel. Soll die die Tür öffnen? Ja, will ich ja auch. Das heißt ja, aus, an, aus. So, Das war's wohl nicht. Jetzt wird's, glaube ich, kalt. Oh ja. Ich ersticke. Er erstickt. Die Klimaanlage ist an und er kriegt keine Luft. Okay, jetzt schau wieder, ey, das gibt's doch nicht. Warte mal. Na, warte mal. Ich drück das jetzt mal weg, wenn's geht. Ah, geht super, ne? Ihr habt's gesehen. Ja, doch. Keine Luft. So. Dann macht die Klimaanlage auch aus. So. Ah, da sind wir schon richtig. Passt. Mehr brauchen wir gar nicht. Ich müsste euch eigentlich noch zeigen, wie es ist, wenn ich das Licht anschalte. Wird ein fetter Jumpscare. Ich will euch bloß vorwarnen, weil ihr werdet euch sonst so dermaßen erschrecken. Das kann ich nicht machen. Dass ich euch da ohne Vorwarnung ins Messer laufen lasse. Also wenn es noch geht. Ach schade. Es wäre nämlich oben an der Decke einfach mal eine von den Leuchtstoffröhren kaputt gegangen. Nö, wohl wahrscheinlich nicht, sonst würdest du mir das sagen, Keule. So, jetzt sind wir hier im Prinzip schon fertig. Ja, aber die tollsten Jumpscare der Spielgeschichte nicht drauf, ey, verdammte Scheiße. Die eine Leuchtstoffröhre. Ja, super, Kamera wechselt, ich bin tot. Okay, Leute, ich spiele bis zu der Stelle, dann machen wir hier Partende. Und vielleicht spiele ich euch sogar noch den Jumpscare ein. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.